Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 56, Antrag der Fraktion der CDU, betreffend eine Aktuelle Stunde, Tourismusjahr 2015, Hessen so beliebt und attraktiv wie nie, 19:32. Das Wort hat die Frau Abg. Karin Wolff, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hessen ist ein attraktives und auch gut aufgestelltes Tourismusland. Das haben wir aus der Statistik der vergangenen Woche erneut bestätigt gefunden. Attraktiv. Das zeigt die Bilanz, die gerade herausgegeben worden ist für das Jahr 2015. Die Übernachtungen von vor 10 Jahren von rund 24 Millionen Übernachtungen sind wir jetzt gestiegen in diesem Jahr nach 6 kontinuierlichen Steigerungen auf 32,2 Millionen Übernachtungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Steigerungen gab es bei den inländischen Gästen, Steigerungen gab es insbesondere aber auch bei den ausländischen Gästen. Und hier stehen voran Gäste aus den USA und China, ganz vermehrt durch ein interessantes und strategisch gut angesetztes Marketing gefördert, dazwischen die traditionellen Gastländer Niederlande und Großbritannien und danach auch die Golfstaaten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für ein Land, das bekanntlich mit Belz zu sprechen, Matthias Belz, keinen Blick auf die Alpen, keine freie Sicht aufs Meer hat, ist es nicht ganz ohne Anstrengungen zu erreichen, sondern es bedarf sehr großer Anstrengungen, dass wir die Steigerungen, die auch bundesweit zu sehen sind, auch in Hessen erreichen. Dazu zählt ein besonderes Engagement der vielen Betriebe, der Gaststätten, der Marketingeinrichtungen, der Tourismusmanager, die wir überall im Lande, auch in Verbünden, haben. Eine Grundlage für die strategische Weiterentwicklung ist aber nicht ganz unwesentlich der strategische Marketingplan, der insbesondere 4 Profilthemen und 4 Profildestinationen dann letztlich auch entwickelt hat: Natur, Gesundheit, Stadt und Tagung. Diese Schwerpunkte greifen selbstverständlich ein verändertes Reiseverhalten der Bevölkerung auf, aber sie entwickeln dann auch die strategischen Profile, um dieses zu untermauern, zu verstärken und entsprechend unser Land noch attraktiver zu machen. Und dieses verfolgt auch regelmäßig der Marketingbeirat, den wir hier haben. Einen entsprechenden, den wir heute leider nicht besichtigen dürfen, weil wir heute hier sind, einen neuen Marketingstand auf der internationalen Tourismusbörse unterstreicht dieses auch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus der Statistik ist auch ablesbar, dass wir unterschiedliche Steigerungen haben im Ballungsraum und in demografisch schwierigen Regionen unseres Landes. Das ist und bleibt eine Aufgabe aber, die die Landesregierung mit unserer Unterstützung auch angepackt und aufgegriffen hat. Es wurde ein Studienauftrag gegeben, auf deren Grundlage Programme entwickelt werden, auf deren Grundlage wir mittlerweile eine Internetplattform haben, die auch die übergreifenden Anstrengungen deutlich machen. Auf dieser Grundlage gab und gibt es weiterhin Workshops, die versuchen, auch die Regionen gemeinsam zu einer Stärkung zu bringen. Meine Damen und Herren, eine weitere strategische Anstrengung, auch von Landesseite in Ergänzung zu den Bundesprogrammen, ist, dass wir im vergangenen Jahr ja auch hier in dieser Runde im Ausschuss über barrierefreien Tourismus gesprochen haben und dort auch große Anstrengungen vorgenommen haben, uns beteiligen an dem Bundesprogramm sehr aktiv und auch mit der Unterstützung bei der Zertifizierung. Und mittlerweile ist die erste Zertifizierung in 4 Regionen gelungen. Und es sind auch entsprechende Preise im Bereich des Tourismuspreises vergeben worden. Meine Damen und Herren, ich will auch unterstreichen an dieser Stelle, dass die Hessenagentur in diesem Bereich eine sehr gute, beratende und bündelnde Funktion ausübt und dass dieses von den Kommunen auch mittlerweile sehr positiv bezeugt worden ist, dass wir hier eine Einrichtung haben, die im ganzen Land für alle Destinationen unterstützend eingreift.
Ich denke, dass wir einen weiteren Punkt angegriffen haben im vergangenen Jahr, indem wir die HGO verändert haben und die Möglichkeit einer Tourismusabgabe zugelassen haben. Wenn dieses in den Regionen auch in der Vernetzung aufgegriffen wird, dann glaube ich, werden wir auch dort weiterkommen. Und nicht zuletzt, glaube ich, sollten sich unsere Anstrengungen auch darauf richten, bei durchaus klaren Profilen noch die Vernetzung stärker anzupacken und die Verknüpfung. Ich will dies an einem einzigen Beispiel deutlich machen. Wenn Sie sich die Zahlen für Frankfurt anschauen, für Tagung und für Kultur, dann sehen Sie, dass wir 4,3 Millionen Besucher haben im Bereich von Messen und Tagungen in Frankfurt. Dass wir aber auch neben diesen 4,3 Millionen eine sehr beträchtliche Zahl von 1,1 Millionen Besucher haben im Bereich des Besuchs der großen Museen, die wir in Frankfurt in großer Zahl anzubieten haben. Und es geht ja aus dem Bericht hervor, dass im nächsten Jahr auch große Ausstellungen zu erwarten sind, die Menschen anziehen werden. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass es uns in Frankfurt, aber auch an anderen Orten gelingen wird, zum Beispiel auch mit der Marke Kultur, die angestrebt wird im Lande Hessen durch das Ministerium für Wissenschaft und Kunst, dass wir diese Vernetzung noch verstärken können und dass wir Menschen, die zu Tagungen und Messen da sind, auch stärker noch heranziehen können für die Werbung für Kultur. Und umgekehrt in vielen anderen Themen lässt sich auch dieses machen. Meine Damen und Herren, ich bin sehr davon überzeugt, Hessen ist im Bereich des Tourismus sehr gut aufgestellt und die Anstrengungen der letzten Jahre werden sich dort auch deutlich in den nächsten Jahren erneut niederschlagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wolff. Das Wort hat der Abg. Tobias Eckert, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Minister, Sie kriegen da Lob, wo Sie Lob verdient haben, und das, wo Sie keins haben, kriegen Sie auch kein Lob. Also deswegen keine Sorge. Wir freuen uns über die Zuwächse, die wir in Hessen jetzt auch in 6 Jahren hintereinander haben, in den Steigerungen im Bereich des Tourismus in Hessen, nicht nur das letzte Jahr, sondern darüber hinaus. Und ich finde, es ist in der Tat ja auch richtig, uns brauche ich das eigentlich nicht zu erzählen, Hessen ist eine Reise wert, dass das durchaus gute Gründe hat, warum Menschen hier auch bei uns ihre Freizeit verbringen, Kurzurlaube verbringen und viele anderes mehr, auch wenn der Teil des beruflichen Interesses an Übernachtungen hier in Hessen natürlich, wenn ich die Statistiken sehe, besonders groß ist. Also wir nutzen Hessen nicht nur für den Urlaub, sondern insbesondere auch zum Arbeiten. Aber völlig recht haben Sie, Herr Minister, wenn Sie letzte Woche in Ihrer Pressekonferenz auch mitgeteilt haben, dass das Potenzial, was wir in Hessen haben, sehr, sehr groß ist, aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist. Und die Frage, wie wir da hinkommen, komme ich gleich im Anschluss noch dabei. Wenn wir Steigerungsraten haben, Frau Kollegin Wolff hat ja schon einige Zahlen zu genannt, entsprechend wo wir auch her unsere Zuwächse generieren, wo wir insbesondere auch aus ausländischen Zielmärkten noch Zuwächse verzeichnen konnten, dann ist das für uns auch für die Zukunft wichtig, dort weiterzuarbeiten, weil bei 220.000 Arbeitsplätzen, die direkt oder indirekt vom Tourismus in Hessen abhängen, dann ist das notwendig und richtig, denn gerade im ländlichen Raum ist das vielerorts ein Stück weit Beschäftigung, die überhaupt dort vor Ort möglich ist. Die 4 Maßnahmen, die wir beschreiben als Land Hessen, die der Marketingbeirat mitentwickelt hat und all diese Themen mehr über den Bereich Stadt, Land, Wellness und Tagen, das ist richtig. Das ist, glaube ich, auch notwendig, sich so zu fokussieren. Aber wenn ich mir dann anschaue, wie wir als Land dann auftreten, dann beschränken wir uns insbesondere in der Außendarstellung, und das sieht man auch an der Pressekonferenz, auf Stadt und Tagen. Weil deswegen ist die Stadt Frankfurt und die Stadt Wiesbaden dabei, aber entsprechend nicht das Lahntal, nicht die Krimheimat Nordhessen, nicht der Vogelsberg, nicht die Rhön, nicht der Odenwald und, und. Deswegen, ja, wir haben das richtig beschrieben mit diesen 4 Teilbereichen. Und dann stellen Sie sozusagen bei der Pressekonferenz auch noch dar, wir müssen etwas für den ländlichen Raum tun. Warum holen Sie denn da niemanden aus dem ländlichen Raum mal dazu, der dann auch sagt, was kann der Tourismus im ländlichen Raum machen? Nein, der ländliche Raum wird vertreten durch Frankfurt und Wiesbaden in Hessen offensichtlich. Natürlich hat Frankfurt mit einem Viertel an allen Übernachtungszahlen den größten Anteil. Natürlich ist es richtig, uns auch auf diese Zugpferde mit dem als Land kooperieren und deutlich zu machen, wo unsere Schwerpunkte sind. Aber wenn Sie selber, Herr Minister, feststellen in Ihrer Pressemitteilung, dass insbesondere traditionelle Tourismusdestinationen in Hessen eben nicht von den Aufschwüngen des letzten Jahres, der letzten Jahre profitieren, wie das Frankfurt und Wiesbaden und andere konnten,
dann muss doch Landespolitik auch irgendwann einmal eine Situation nicht nur beschreiben, sondern mal Antworten geben, was ich denn konkret dort tun kann. Das ist doch entsprechend Ihre Aufgabe und nicht nur Situationsbeschreibung. Und deswegen, meine Damen und Herren, ja, diese Präsentationen sind richtig und wichtig, auch die Außenwerbung als Hessen als Tourismusland. Nicht jeder verbindet unser Land als Tourismusstandort. Kollegin Wolff hat da völlig recht. Das ist richtig und notwendig. Wir sind sehr gespannt, wie sozusagen sich der Auftritt des Landes Hessen jetzt vielleicht dann auch bei der ITB im Moment in Berlin verändert hat. Hinweg sozusagen von Hessen ist Frankfurt, noch ein paar Städte und der Rest, hin zu, was wir alles in unserer Vielschichtigkeit haben. Ja, es ist richtig und gut. Wir hätten das auch vielleicht gemeinsam hinbekommen mit dem Tourismusbeitrag, wenn Sie das letztes Jahr nicht in Ihre allgemeine HGO-Novelle reingequetscht hatten, obwohl sie da überhaupt nichts miteinander zu tun hatte. Deswegen, das ist notwendig in der Finanzierung. Aber lassen Sie mich das an dem Punkt auch sagen. Vergessen Sie mir dabei dann die Kurorte nicht, weil die entsprechend schon lange sozusagen in einer anderen Problematik arbeiten, einer anderen Problematik schon längst sind, auch in ihrer Art der Finanzierung mit anderen Qualitätsanforderungen und Standards. Und auch das ist sozusagen, wenn ich das Thema Wellness insgesamt aufziehe, Gesundheitstourismus, dann müssen Kurorte sozusagen dort auch noch einmal eine besondere Berücksichtigung finden. 11 Destinationen in Hessen, und überall reden wir davon, wie finanzieren wir diese Ebene. Weil mit dem Drei-Ebenen-Modell ist es völlig richtig beschrieben, wie wir arbeiten wollen. Aber die Frage, und wenn ich dann unterwegs bin in den Destinationen, immer wieder, wie funktioniert eure Arbeit, wie finanziert ihr euch, dann ist das immer wieder, ja, das machen Landkreise, Städte und Gemeinden, und das läuft unter der Überschrift freiwillige Ausgaben. Und dann haben wir den anderen Minister, der dann immer mit im Genick sitzt und sagt, freiwillige Ausgaben, ihr wisst ja, so weit kürzen wie nur irgend, weil fehlt von uns, habt ihr nicht zu erwarten, ihr müsst aber irgendwie mit euren Zahlen hinbekommen. Das heißt, ich finde es richtig, man könnte das auch vor Ort anders noch organisieren. Denn das, was dem Tourist zugute kommt, kommt den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort auch zugute. Aber wenn ich entsprechend sozusagen die Axt mit daran lege, damit mittel- und langfristige Potenziale überhaupt sich entwickeln können und gehoben werden können, dann sind wir auch bei der Frage, wie wir die Destinationsebenen so aufstellen, dass sie langfristig auch finanzierbar sind, dass sie mitfinanziert werden. Und da ist es entsprechend nicht ausreichend, nur zu sagen, ist alles gut und richtig. Herr Präsident, damit komme ich zum Schluss. Alles in allem, ja, Hessen ist ein Tourismusland, auch wenn es nicht jeder auf den ersten Blick sieht. Wir haben Potenziale, aber es wäre mal an der Zeit, dass das Land neben den Beiträgen wie Beratung, wie Unterstützung, wie kostenfreie Zertifizierungen, die sozusagen Themen nur beschreiben und anschieben wollen, auch wirklich in der Umsetzung mithelfen, damit die vor Ort nicht nachher die Arbeit machen müssen, damit sie irgendwo ihr Marketing, ihre Organisation hinbekommen, sondern da ist auch das Land Hessen gefordert. Gerade wenn ich den Blick in den ländlichen Raum werfe, haben wir noch viel Arbeit vor uns. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Eckert. Das Wort hat die Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin ja froh, dass wir uns in diesem Haus darüber einig sind, dass Hessen ein schönes Land ist und dass es eine Reise wert ist. Das ist es auch tatsächlich. Das hat ganz viel mit einer wunderbaren und sehr vielfältigen Landschaft zu tun. Das hat ganz viel mit den Menschen in Hessen zu tun, die sich große Mühe geben, gastfreundlich zu sein, die Schönheiten ihrer Region darzustellen, in ihren Dörfern, Gemeinden, in den Städten dafür zu sorgen, dass es attraktive Punkte gibt, die es sich lohnt zu besuchen, dass es Wellness gibt, dass historische Bausubstanz erhalten wird, dass wir flusswandern können, dass es Radwege gibt, etc. etc. Es hat aber relativ wenig mit der Landesregierung zu tun. Denn tatsächlich gibt es eine Tourismusförderung, die von Jahr zu Jahr wirtschaftlich finanziell abgeschmolzen wird in diesem Land. Das heißt, wenn die Zahlen der Besucher trotzdem steigen, dann liegt es doch eher daran, dass Hessen attraktiv ist für Besucher, dass die Kommunen vor Ort dafür Sorge tragen, dass die Besucher kommen, und weniger daran, dass die Landesregierung sich hier darüber loben kann, dass sie sich ein Bein für die Tourismusförderung ausreißt, denn das tut sie tatsächlich nicht. Wir haben die Hessenagentur,
Die Hessen-Agentur weist auf 8 Stellen hin, wo man wunderbar Kanu fahren kann. Und sie hat einen eigenen Link dafür, wo sie das Kanufahren noch einmal beschreibt. Ich möchte einmal aus einer kleinen Anfrage zitieren, die aus dem letzten Jahr stammt, von Herrn Kollegen Warnecke. Der hat nämlich danach gefragt, wie denn die Kanu-Anlaufstellen im Kreis Hersfeld-Rotenburg, ist es, glaube ich, geht hier um die Fulda oder um die Werra, gefördert werden. Und da steht dann unter Frage 2, mit welchen Mitteln wurden in den zurückliegenden 10 Jahren die Unterhaltung und der Bau von Einrichtungen für den Wassersport durch das Land Hessen in den bezeichneten Flussabschnitten finanziert? Und jetzt kommt die spannende Antwort. Das Land Hessen hat in den zurückliegenden 10 Jahren keine Sportmittelförderung für den Bau von Einrichtungen für den Wassersport, der Flussabschnitte usw. usw. Ja? Das heißt, die Kommunen vor Ort sind dafür verantwortlich, und genau das wird auch später beschrieben. Wie wird der Zustand der genannten Anlagen gepflegt bzw. unterhalten, lautet eine weitere Frage. Und die Antwort heißt, die Pflege und Wartung erfolgt in der Regel durch die Kommunen. Sie ist nicht einheitlich geregelt. Verpflichtungen seitens der Betreiber oder Gemeinden bestehen laut dem Hessischen Ministerium des Innern und Sports vorliegenden Informationen nicht. Das heißt, es ist der Kommune überlassen, ob sie es tut oder nicht, und das Land tut es schon einmal gar nicht. Und dann stellt man sich hier hin und sagt, wir sind klasse. Ich weiß nicht, wer da tatsächlich klasse ist. Es sind doch eher die Kommunen vor Ort. Und dann eine weitere Frage. Von welchem Erhaltungsaufwand ist jährlich auszugehen? Nicht einmal das weiß die Landesregierung, weil sie sagt, der Aufwand für die Unterhaltung ist nicht zu beziffern. Und eine letzte Frage lautet, wie denn das in Zukunft aussehen soll. Und da steht, seitens des Landes sind keine Mittel eingeplant. So, also, dann können wir auch noch die EU loben. Das wollen wir auch gerne an der Stelle tun, weil damit kommen Sie nämlich zu dem Kern des Problems, dass nämlich ein erheblicher Teil der Mittel, die von Seiten des Landes fließen, gar keine Landesmittel sind, sondern in Wahrheit EU-Mittel sind. Das heißt, der Anteil, den das Land in die Tourismusförderung gibt, schmilzt noch sehr viel stärker ab, weil er sich nämlich zu einem großen Teil aus EU-Mitteln regeneriert. Das heißt, das Land hat überhaupt keinen Anlass dafür zu sagen, wir loben uns hier und heute, denn das, was das Land macht, ist, es macht einen Messestand, zu dem wir nicht hinkommen, wie wir gerade gehört haben, und es gibt eine Presseerklärung heraus, wie toll es ist. Und damit ist das, was das Land für die Infrastruktur des Tourismus in diesem Land tut, auch schon so gut wie erschöpft. Und das, meine Damen und Herren, ist, glaube ich, nicht wert, dass wir hier eine Aktuelle Stunde damit vergeben. Denn ich habe noch einmal nachgeschaut, in der Geschäftsordnung steht, die Fraktionen können eine Aktuelle Stunde beantragen. Da steht nicht, sie müssen. Und ich glaube allerdings, dass Sie sich gut überlegen sollten, ob wir nicht wirklich über Tourismus in der Art und Weise reden sollten, was in diesem Land noch getan werden könnte, um ihn zu fördern, wo man die Kommunen unterstützen muss. Warum eine Kommune wie Bad Soden-Allendorf, eine Kommune wie Bad Soden-Allendorf darüber nachdenkt, ob sie die Blumenbeete im Kurpark mit Grassamen einstreut, weil sie sich die Blumen nicht mehr leisten kann. Das ist nämlich die Situation der Orte, die in einem erheblichen Maß vom Tourismus leben. Und an der Nase sollten Sie sich einmal fassen. Blumenbeete in Gras einsehen, weil kein Geld mehr für die Unterhaltung da ist in einer Kurstadt, weil man sich weder die Bepflanzung noch die Gärtner leisten kann. Das ist das, was Hessen geschafft hat. Schauen Sie sich einmal Bad Karlshafen an. Schauen Sie sich einmal diese architektonische Perle an, die zerfällt, die gefördert werden müsste in einem Ausmaß, das ganz, ganz groß sein müsste, weil es nämlich in ein paar Jahren nicht mehr möglich sein wird, da noch irgendwas zu retten. Und dann schauen Sie sich doch vielleicht auch einmal die Wahlergebnisse dort an. Dann kommen wir der Situation der Kommunen, die vom Tourismus leben könnten, die darüber Arbeitsplätze generieren könnten, die darüber Attraktivität generieren könnten. Moment, Frau Kollegin Schott, meine Damen und Herren, Zwischenrufe sind in Ordnung, aber nicht ständige Zwischenrufe, um eine Kollegin hier vorne zu stören und aus der Rolle hier zu bringen. Das geht nicht. Bitte deshalb diszipliniert zu sein. Frau Kollegin Schott, Sie haben das Wort. Herr Präsident, aber ich glaube, es wird dem Kollegen nicht gelingen, mich aus dem Takt zu bringen. Wenn Sie nämlich die Kommunen so ausstatten würden, dass sie in der Lage wären, ihre Gebäude zu erhalten, ihre Parks zu pflegen, ihre Grünanlagen schön zu gestalten und nicht minimalistisch damit umgehen müssten, dann wäre die Situation noch sehr viel besser. Und dann dürften Sie sich hier auch loben, und dann wären wir auch dabei.
Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Das Wort hat der Abg. Lenders, FDP-Fraktion, Fulda. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich hätte es ja eigentlich gar nicht vor, aber Frau Schott, eins muss ich dann schon noch einmal hier richtigstellen. Weil Sie sagen, die EU-Mittel, das sind alles nur EU-Mittel. Die EU wollte bei der letzten Förderperiode gerade den Tourismus aus den EFRE-Mitteln herausnehmen. Und es war eine Europastaatssekretärin und ein Europaminister, der in Brüssel dafür gesorgt hat, dass genau diese Tourismusförderung in die EU-Mittel, in die nächste Legislaturperiode, die Förderperiode, wieder hineinkommt, meine Damen und Herren. Da hat das Land einen großen Anteil dran. Und ich bin mir relativ sicher, dass auch mit der neuen Landesregierung da gar kein Paradigmenwechsel stattfindet. Aber es ist ja schon angeklungen, Frau Wolff, ich habe Ihre Rede aufmerksam zugehört. Das Erste, was mir auch aufgefallen ist, dass Sie das Reiseland Hessen beschreiben. Wir waren uns seinerzeit einmal sehr einig darüber, dass das Reiseland Hessen, und das haben uns auch alle Experten immer wieder bestätigt, bei dem Verbraucher, bei dem Gast eigentlich nicht stattfindet. Sondern das, was in Hessen stattfindet, sind Destinationen. Es ist eben schon, ja, Ihr Problem war eben, dass Sie die touristischen Produkte als Destination beschrieben haben. Destination beschreibt aber tatsächlich die Region, wie die Rhön, das Sauerland, den Vogelsberg und den Odenwald. Und, Frau Wolff, das, wo ich von Ihnen überhaupt nichts dazu gehört habe, ist, eine der Aufgaben, die wir uns gemeinsam immer gestellt haben, ist, wie können wir länderübergreifend diese Destinationen voranbringen und gemeinsam vermarkten. Da haben wir nämlich ein ganz klares Problem. Wir haben nur eine einzige Destination, die alleine in Hessen liegt. Alle anderen Destinationen sind länderübergreifend. Da müsste die Landesregierung daran arbeiten, dass wir hier wirklich eine vernünftige Zusammenarbeit hinbekommen. Meine Damen und Herren, Hessen als Reiseland, es ist auch schon angeklungen, es ist ein bisschen ein Konflikt zwischen dem ländlichen Raum und dem Ballungsraum. Ich habe durchaus, Frau Wolff, das vernommen, und das zeigen ja auch diese Vier-Punkte-Strategie, dass sowohl Stadt wie auch Messe und Kongresse eine wichtige Rolle spielen. Da hat es eine Veränderung mit der neuen Landesregierung gegeben. Das kann man durchaus so machen. Nur muss man dann auch sagen, die Menschen, die nach Frankfurt kommen, die Menschen, die in Wiesbaden übernachten, das ist in der Regel ein fremdbestimmter Gast. Oftmals trifft er selber gar nicht die Entscheidung, dass er dort übernachtet, sondern ist von seinem Arbeitgeber dorthin geschickt worden. Oder muss umsteigen am Frankfurter Flughafen. Und Herr Minister Al-Wazir, der Flughafen wächst, und mit dem Flughafen wachsen auch die Übernachtungszahlen. Die Menschen kommen in die Rhein-Main-Region, weil sie verkehrstechnische Anbindungen haben und dort oftmals übernachten müssen. Sie kommen nicht, weil sie die schwarz-grüne Landesregierung einmal besichtigen wollen. So viel sollten wir uns einmal hinter die Ohren schreiben. Und, meine Damen und Herren, dann muss sich die Landesregierung auch fragen, wie komme ich denn genau an diese oder so. Das kann durchaus sein. Ich glaube, dass die Landesregierung gut daran tut, sich einmal Strategien zu überlegen, wie man genau an diese Entscheider herankommt. Herr Al-Wazir, Sie sind gleich dran. Und, ja, das glaube ich, dass Sie sich über meine Rede freuen. Seid ihr euch einig jetzt? Ich bitte wieder zum Parlament zu sprechen. Herr Kollege Lenders, ich bitte Sie, zum Parlament zu sprechen. Das andere könnt ihr später machen. Ja, wenn der Herr Minister mich anspricht, dann wollte ich gerne antworten. Also, ich bitte auch den Minister um Zurückhaltung. Ich bitte alle, so vernünftig zu sein, wie ich es eigentlich immer erwarte. Meine Damen und Herren, es wäre richtig, wenn wir den Tourismus wirklich voranbringen wollen, und vor allen Dingen im ländlichen Raum,
Da wäre mal eine Frage zu beantworten, was machen wir mit den Ferien auf dem Bauernhof? Wie kriegen wir da institutionelle Förderungen auf Dauer hin? Dann wäre es mal die Frage, wie wir Hemmnisse abbauen, so etwas wie Bettensteuer oder die Tourismusabgabe, die von Ihnen gefordert worden ist. Entrümpeln Sie die Vorschriften für den Tourismus, denn die Infrastruktur, Übernachtungsmöglichkeiten, Gaststätten, das ist das, was ein Land attraktiv hält mit seiner Kultur. Da geben Sie keine Antworten drauf. Sie setzen alleine auf einen Städtetourismus. Das ist für ein Reiseland Hessen viel zu wenig. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat der Abg. Kai Klose, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Hessen purzeln die Rekorde. Nachdem bereits 2014 ein neuer Höchststand erreicht war, wurden im vergangenen Jahr erstmals über 32 Millionen Übernachtungen gezählt. Und wenn wir auf die letzten 10 Jahre schauen, dann sind die Übernachtungszahlen seit 2005 um mehr als 30% gestiegen. Das sind sehr gute Daten für das hessische Gastgewerbe. Sie belegen, dass Hessen als touristische Destination stetig attraktiver wird, und sie zeigen auch, dass Hessen ein gastfreundliches Land ist. Die tourismuspolitischen Trends der letzten Jahre bilden sich natürlich auch bei uns in Hessen ab. Die Zahl der Kurzreisen und der Tagesbesucher steigt. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer unserer Gäste ist nämlich innerhalb der letzten 2 Jahrzehnte von 3,2 auf 2,2 Tage gesunken. Und natürlich ist es so, Herr Lenders, dass dieser Trend insbesondere den Städten zugutekommt. Das ist nicht nur in Hessen so, sondern im ganzen Bundesgebiet, übrigens auch in Europa insgesamt zu beobachten. Mehr als ein Viertel aller Übernachtungen in Hessen finden in Frankfurt statt. Unsere Metropole verfügt inzwischen mit über 45.000 Betten in 265 Hotels über einen neuen Rekord. Und in den nächsten Jahren sollen dort nochmals 4.000 Betten mehr hinzukommen. Und es sind dabei gerade die internationalen Touristinnen und Touristen, deren Anteil besonders steigt. Frau Kollegin Wolff hat bereits auf den wachsenden Anteil der US-amerikanischen Gäste hingewiesen. Es sind aber auch aufstrebende Volkswirtschaften wie China, Indien oder die Staaten des Nahen Ostens, die wichtige Quellmärkte sind. 2013 entfielen beispielsweise 17,6% aller Übernachtungen durch chinesische Urlauber oder Geschäftsreisende in Deutschland auf Hessen. Und deshalb ist es gut und richtig, dass die Landesregierung durch gezielte Informationen, beispielsweise für chinesische Reisende, zwar da auch einen besonderen Schwerpunkt setzt. Es war eine kluge Entscheidung, durch eine chinesischsprachige Website touristische Informationen in und über Hessen zu bündeln. Und gerade im Bereich Tourismus ist es wichtig, immer am Puls der Zeit zu bleiben. Denn Hessen ist ja gerade kein klassisches Tourismusland, wie es die Bundesländer an den Küsten oder in der Alpenregion sind. Und es gehört dann schon auch zur Wahrheit zu sagen, nicht jede hessische Region, so schön wir sie auch finden mögen, verfügt durch besondere oder gar einzigartige Landschaftsbilder oder kulturhistorische Besonderheiten über großes touristisches Potenzial. Und dennoch ist es inzwischen gelungen, touristische Marken zu etablieren, zum Beispiel die Grimmheimat in Nordhessen, die eine beispielhafte Kooperation verschiedener Landkreise der Stadt Kassel und der Industrie- und Handelskammern ist. Solche Destinationsverbünde sind gerade für die ländlichen Räume der richtige Weg. Daran müssen wir anknüpfen, auch über die Landesgrenzen hinweg. Denn die Zuwächse konzentrieren sich tatsächlich zunehmend auf die Ballungszentren. Und bei der Vorlage unseres tourismuspolitischen Konzepts im Jahr 2012 haben wir die Frage gestellt, ist Hessen zu nah, um schön zu sein? Und ein Stück weit stellt sich diese Frage weiterhin. Denn wenn wir über Tourismus sprechen, dann ist es wichtig, uns immer auch vor Augen zu führen, dass die Steigerung der touristischen Attraktivität einer Region immer auch eine Steigerung der Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner mit sich bringt. Und da besteht auch weiteres Potenzial, beispielsweise im Bereich Wellness- und Medizintourismus, Stichwort auch ehemalige Kurorte, um dem demografischen Wandel zu begegnen. Und mit der Möglichkeit, eine Tourismusabgabe zu erheben, haben wir den Kommunen neue Möglichkeiten der Finanzierung eingeräumt. Und an der Stelle, Frau Schott, will ich auf einen Aspekt eingehen, den Sie genannt haben. Sie haben über die Kanu-Anlegestellen gesprochen.
Wahrscheinlich gibt es niemanden hier im Raum, der größeres Interesse an guten Kanu-Anlegestellen hat als Staatsminister Al-Wazir. Der ist nämlich beim Einstieg an einer solchen schon einmal gekentert und in der Werra gelandet. Von daher wird er da bestimmt ein besonderes Augenmerk darauf legen. Das war aber in Thüringen zwischen Wasungen und Schwallungen auf der Werra. Gleichzeitig stehen in vielen Restaurants und Beherbergungsbetrieben Unternehmensnachfolgen an. Die DEHOGA ist da mit einer beispielhaften Initiative auch unterwegs. Und wir sollten auch darüber sprechen, dass es auch darauf ankommt, das Arbeiten im Tourismus attraktiver zu machen. Wir haben gehört, über 200.000 Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt vom Tourismus ab. Das ist ein wichtiger Faktor, und zwar gerade auch, weil die Ausbildungsqualität von heute die Servicequalität von morgen ist. Meine Damen und Herren, am Freitag setzt die internationale Tourismusbörse mit dem Tag des barrierefreien Tourismus einen wichtigen Schwerpunkt. Für etwa 10% der Bevölkerung ist eine barrierefrei zugängliche Umwelt zwingend erforderlich, für rund 35% notwendig und für uns alle in jedem Fall komfortabel. Und deshalb ist der Schwerpunkt, den auch die Landesregierung hier beim Thema Barrierefreiheit setzt, genau der richtige. Uns ist außerdem wichtig, den sanften, naturnahen Tourismus zu fördern. Gerade darin liegen doch auch große Chancen für unsere ländlichen Räume. Schöne Landschaften und unberührte Natur zu erleben, das ist nach wie vor eines der wichtigsten Motive bei der Auswahl des Urlaubsortes. Das weist der ADAC-Reisemonitor Jahr für Jahr aufs Neue aus. Herr Kollege Klose, Sie müssen trotz ADAC zum Schluss kommen. Gleich am Ende, Herr Präsident. Gerade bei diesen Dingen leisten grün inspirierte Maßnahmen wie die FSC-Zertifizierung des Staatswalds, die Initiativen zum Erhalt der biologischen Vielfalt, wichtige Beiträge, um Hessen als touristisches Ziel noch attraktiver zu machen. Wir sind auf dem richtigen Weg, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Klose. Das Wort hat der Wirtschaftsminister, Staatsminister Tarek Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte beginnen mit einer Entschuldigung für eine etwas flapsige Bemerkung gegenüber dem Kollegen Eckert, der mich jetzt von hinten beaufsichtigt. Ich habe gerade, als er beginnen wollte, gesagt, jetzt lobt uns doch einmal. Ich will ausdrücklich festhalten, es ist nicht Aufgabe der Opposition, die Regierung zu loben. Das ist ausdrücklich richtig. Ich will aber vielleicht doch einmal bemerken, man muss aber auch nicht geradezu krampfhaft das Haar in der Suppe suchen, vor allem wenn die Suppe gut ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will ausdrücklich noch einmal sagen, Stichwort Frankfurt und Wiesbaden beteiligen sich am Gemeinschaftsstand. Ich bin sehr dankbar dafür, dass sich Frankfurt und Wiesbaden da beteiligen, weil, ehrlich gesagt, die tragen auch einen Teil der Kosten. Nur deshalb gibt es sozusagen eine Hessenhalle auf der ITB, in der sich dann auch die anderen Regionen präsentieren können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also insofern sollte man das nicht kritisieren, sondern sagen, dankenswerterweise ist es so. Und ich will vielleicht mal ausdrücklich noch einmal festhalten, Stichwort Wirtschaftsfaktor Tourismus. Wir haben mit dem Tourismus eine Grundlage für schätzungsweise 200.000 Arbeitsplätze in Hessen. Direkt oder indirekt verdienen über den Tourismus, über Hotellerie, über Gastgewerbe und alles, was dranhängt, von der Taxifahrt bis zum Souvenirladen, 7% der Einwohnerinnen und Einwohner Hessens ihren Lebensunterhalt. Und es ist erwähnt worden, wir haben erneut Spitzenwerte über 32 Millionen Übernachtungen erstmals. Ein Plus von 3,2% gegenüber dem Vorjahr. Und wenn man sich überlegt, 32 Millionen Übernachtungen, vor 10 Jahren waren es 24 Millionen. Und das, obwohl die Verweildauer, wie man so schön sagt, kürzer geworden ist. Das heißt, es kommen viel mehr Menschen nach Hessen als früher, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist eine gute Nachricht. Wir haben über 10 Millionen Gäste aus Deutschland, aber inzwischen knapp 4 Millionen Gäste aus dem Ausland, 3,3% mehr Inlandsgäste, 7,8% mehr Auslandsgäste als im Vorjahreszeitraum. Ich will ausdrücklich einmal sagen, wir sind ein attraktives Ziel.
Der wichtigste Quellenmarkt bleiben die USA mit einem Plus von 8,7% und fast 800.000 Übernachtungen. Niederlande, Vereinigtes Königreich mit über 500.000. Aber positive Überraschung, ein Plus von 36,8% bei den Übernachtungszahlen der Gäste aus China. Und damit legen sie fast schon gleich auf mit den Niederlanden und Großbritannien. Die kommen nicht mit dem Fahrrad, aber zum Fahrrad komme ich noch, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit und Vernetzung der touristischen Akteure, an der wir kontinuierlich arbeiten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will ausdrücklich sagen, ich habe es ja selbst angesprochen auf der Pressekonferenz. Wir haben aber Entwicklungen, die wir natürlich im Auge behalten müssen. Es boomen die Städtereisen im ländlichen Raum, in den Kurstädten sieht es teilweise anders aus. Und deswegen, genau deswegen unterstützen wir z.B. mit dem Infoportal zur demografischen Entwicklung mit DEWIT die Destinationen und Tourismusbetriebe dabei, sich auf die Herausforderungen des demografischen Wandels einzustellen. Da gibt es Informationen über die vielfältigsten Förder- und Beratungsangebote, die verfügbar sind in Hessen, aber eben noch nicht immer bekannt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir helfen den Regionen dabei, Zielgruppen und Schwerpunkte zu analysieren und damit sich auch bekannt zu machen. Und wir unterstützen parallel Trendentwicklung und Marketing auf vielfältige Weise. Da will ich einige Punkte ansprechen. Erstens barrierefreies Reisen. Für 15% der Bevölkerung notwendig, aber für 100% der Bevölkerung komfortabel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir bieten seit letzten Oktober an die Zertifizierung nach dem bundesweit einheitlichen Kennzeichnungssystem Reisen für alle. Und ich kann alle nur dazu auffordern, daran teilzuhaben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir bieten Imagefilme, in der alle Destinationen angesprochen werden, nicht nur in der deutschen Fassung, sondern auch mit englischen, niederländischen und chinesischen Untertiteln. Wir gehen mit der Zeit. Wir bieten eine App an für Wandertouren, Stichwort auch länderübergreifend. Ich war gerade bei 10 Jahre Rheinsteig. Das ist ein wahrhaft länderübergreifendes Projekt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir wollen neue Wege gehen, vor allem für den Kollegen Schäfer-Gümbel beim Fahrrad- und Wandertourismus. Wir haben nämlich festgestellt, dass Wandern und Radeln zunehmend sehr viel wichtigere Marktsegmente werden und übrigens gerade für den ländlichen Raum neue Chancen bieten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Alleine dem Radtourismus werden in Hessen mehr als 1 Million Übernachtungen zugeordnet und etwa 64 € pro Kopf und Tag geben Radler aus. Da sehen Sie, was da für ein Potenzial drin steckt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir haben zusätzlich 10 Millionen Ausflügler, die ebenfalls zu Umsatz beitragen. Und die können dann ab diesem Jahr z.B. auch mit der Kurhessenbahn zum Nationalpark Kellerwald-Edersee fahren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Letzter Punkt, den ich ansprechen möchte. Wir starten jetzt natürlich erst einmal in das Tourismusjahr 2016. Wir machen uns aber auch schon Gedanken, z.B. Herr Staatsminister, die Redezeit der Fraktionen. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Wir machen uns natürlich auch schon Gedanken über das Jahr 2017. Dort feiert Deutschland 500 Jahre Reformation. Es wird zum Lutherjahr. Und bevor zu Luther gesagt werden konnte, Mönchlein, Mönchlein, du gehst einen schweren Gang, musste er erst einmal von der Wartburg nach Worms laufen. Den meisten Leuten ist gar nicht klar, dass er fast nur in Hessen unterwegs war. Und deswegen unterstützen wir genau den Luther-Wanderweg, um zu zeigen, dass auch das eine Chance ist. Man muss nicht immer auf den Spuren von Harpe Kerkeling unterwegs sein und in Spanien wandern. Das geht auch in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und in diesem Sinne sind wir sehr zuversichtlich, dass 2016 und auch 2017 gute Tourismusjahre für Hessen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Dann ist die Aktuelle Stunde, Tagesordnungspunkt 56, abgehalten.